Ja, servus Leute, hier sind wir wieder officially bei der Alliantenkampagne. Jo, komm mal zum Maul. Jo, am sinnvollsten ist es, einen Inji reinzumachen, der repariert natürlich dann andere Einheiten. Oha! Jo. Okay, die falsche. Oha! Ja, die Mission ist echt knackig. Am Anfang ein bisschen wenig Gerede, ist immer gut. Also, geht um Folgendes. Wir müssen hier The White House ein bisschen White Cleaning machen. Haben hier einiges zum Gammeln sammeln. Haben auch eine riesige Map eigentlich, meiner Meinung. Weiß gerade gar nicht. Hoa! Ein paar Ingis. Ah, den Penner mal da raus, der bringt's null. Die Kaserne werden wir uns klar noch reinchillen. Und rein mit. Paar GIs. Kleine Sicherheitsbunker in die Base. Brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, aber... Jo, jetzt geht's ab. Ah, doch nicht. Ich dachte, es kommt ein anderes Lied. Okay, halt's Maul. Infanteristen werden geheilt. So, gammel das Stück auf und beam dich auf. Jo, das ist echt geil, Finn. Oh, komm, beam dich. So, wir brauchen nämlich mehr Zaster und zwar schneller. So, das langt auf alle Fälle. Als kleine Abwehrriegel hier. So, dann können wir die Karte ein bisschen aufdecken. Die Troopers da kommen aus dem Nix. So wie die jetzt auch. Ja. Air Force Hauptquartz. Das ist ein Kark hier. Eine Brücke mache ich jetzt eh gleich kaputt, wahrscheinlich die rechte. Weil die hier besser Kontrolle über Dings hat. So, wir haben hier ein paar Monumente zu, in Anführungsstrichen, retten. Kriegen wir wieder Kistis dafür. Ihr kennt ja die Map eigentlich. Müsstet ihr von der Sowjet-Kampagne gut kennen. Ja, hier hinten das Weiße Haus, also da haben sich die Macher wieder einiges an Maps gespart. Oh, hoffentlich bricht die Brücke auch heute noch. Ah, dankeschön. Ja. Was gibt's noch? In der Mission setze ich eigentlich auf Rocketeers, weil der hat nur ein paar Fluckies, Fuzzis. Das meiste sind Einheiten auf dem Boden. Boden! So, das muss ich jetzt anders machen. Haben sie es bald? Ah, brauche ich nicht. So. Brauchen wir auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Training. Oh, sie haben es geschafft. Herzlichen Glühstrumpf. So, jetzt checken wir mal noch ein bisschen, was auf der anderen Seite geht, dass wir so ein bisschen gewarnt sind. Boah, da können wir gleich ein bisschen die Gegner ärgern. Ganz super. Und weg mit.
So, da ist keine. Ups! Eieiei! Tesla-Schwule. Yo! Haus eingenommen, ey, hier ist eng. Gefährliches Fahren hier. Unschuldige Bewohner töten, yes! So. Oh ja, das ist jetzt böse. Wir kriegen hier nochmal so, ja, ein Trupp tapferer Überlebender. Ja, ich glaub's halt. Ah, durchfahren, einfach durchfahren, einfach durchfahren. Gut. So. Ja. Jetzt habe ich mir extra eine scheiß Uhr hingestellt, dass ich mal auf die Uhr achte. Glaubt ihr, ich habe eine Ahnung, wann ich angefangen habe? Ist wieder super. Auf, rein. 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 So, Dalle. Dann haben wir unseren IBF-Rettungstrupp. Jo. Die bilden mal da hinten aus. Klar, alles her. Sind die ready? Scheiß auf die IBS, ich hab genug davon. Ah, der hat keine Flaks. Super. Gut, es passiert ist eh nichts Wildes. Ich melde mich dann gleich wieder, sobald meine Rocketeers stehen. So, Leute. Eben noch ein paar Sachen passiert. Also hier ein 5er-Trupp aus dem Norden der Karte geschenkt gekriegt. Jo, die sind hier, ups, hallo, ey, die sind hier heiler angekommen. Ein paar Rocketeers habe ich ausgebildet, ich scheiß auf die restlichen. Denn wir machen jetzt die zu 2 und chillen mal los, weil das hier ist jetzt natürlich ohne den Sammler die 1. Okay, jetzt hoffen wir, dass der wirklich keine einzige Flak hat, weil sonst geht es jetzt mal voll in die Hose. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ich werde es innerhalb der nächsten 2-3 Sekunden sehen. Ne, er hat nichts mehr. Also er hat keine Flak. So, jetzt hat er auch keinen Saft mehr. Also kann ihm eine Flak, kann mir eine Flak scheißegal sein. Wenn man drüber ist, direkt angreifen. Yes. So, Dalle. Kaserne geht auch noch flöti. Hoch und weg. Jo, und drauf. Ah, komm weg mit. Komm, Petzen weg, Alter. Geschenkte Punkte sind das. So, da holen wir uns jetzt einfache Beförderung. Ich hoffe, dass es irgendwo noch reicht. Oder auch nicht. So. Dem geben wir jetzt noch eine. Der ist eben jemand nicht verreckt. Okay. Jetzt geht es nur noch darum, so ein bisschen die Karte vorzuklären, dass wir mit den Panzern immer viel zu tun haben. Weil die Alliierten doch schon Schrotteinheiten haben. Meiner Meinung nach. Also ich komme mit Alliierten ungern zurecht, wenn ich keine Prisma- und Mirage-Panzer habe. Die man halt sau spät erst hier im Spiel kriegt. Lap, dap, da, dap, 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 da. Einfach mal hochstellen und warten, was passiert. So, meinen Einsatzrub habe ich hergeleitet, dass ich das erste Gebäude mal reparieren kann. Während ich mit denen mal weiterfliege und hoffentlich nicht in eine Flakstellung komme. Jo. Die ersten IBFs sind schon da. Die platzieren wir perfekt vor dem Gebäude. Dich nehme ich dazu. Oh.
Oh, schade, beides nur. Okay.